Ich fühle mich schlecht. Der Timer hier unten ist offenbar nicht lang genug, um meine Abwesenheit zeitlich darzustellen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was passiert, wenn ich mich erneut verbinde. Vielleicht müssen wir von vorne anfangen. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach keine Zeit gehabt. Ich hatte keine Zeit über die Feiertage und Wochenende und Ausflüge und Arbeit und hin und her. Ihr kennt's ja alle. Hoffe ich doch. Habe ich es einfach nicht geschafft, früher beim guten Gwyn vorbeizuschauen. Und naja, ich bin ein bisschen, ich bin ehrlich. Ich wollte auch wissen, was passiert, wenn der Timer abläuft und ich in diesem Moment nicht online bin. Das habe ich ganz offenbar geschafft. Nun, mal schauen. Ich weiß nicht, ob der gute Quint noch lebt. Finden wir es heraus. Ah, ganz offenbar lebt er noch. Wow, und er schreibt auch. Sieh an, wer wieder da ist. Ich fürchte, mich so lange allein zurückzulassen hat mir viel Zeit verschafft, über die Dinge zwischen uns nachzudenken. Und ich kam zu dem Schluss, dass ich diese Beziehung gleich hier beenden muss. Was? Und gräme dich bitte nicht. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Adieu. Was? Hä? Okay. Gut, da waren wir ganz offenbar zu lange abwesend. Na gut, ich wollte das Ende auch mal zeigen. Wir können aber hier gleich mit dem vierten Kapitel weitermachen, wenn ich das richtig sehe. Das ist zumindest gut gelöst, dass wir dann wieder komplett von vorne anfangen müssen. Ich würde sagen, dann machen wir das nochmal geschwind. Wahrscheinlich schneide ich das nachher dann einfach raus. So, jetzt bin ich wieder an der Stelle, wo ich aufgehört hatte. Er braucht einen Moment, um seine Gedanken zu ordnen. Und ich werde wahrscheinlich einfach kurz ausloggen müssen, nehme ich an. Und mich dann gleich wieder einloggen. Ich glaube, das mache ich. Verlassen auf eigene Gefahr. Ja, komm, ich logge mich mal kurz aus und verbinde mich gleich wieder. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert, ob das ausreicht. Ich hoffe doch. Scheinbar nicht. Okay. Wie lange muss ich denn jetzt warten? Muss ich dem jetzt zugucken oder was passiert dann jetzt? Ganz offenbar darf ich nicht so lange warten wie das letzte Mal, das ist mir klar. Aber komm schon. Jetzt komm schon, geh an deinen Rechner, wir wollen reden, wir sollten reden. Du solltest weitermachen. Ah, jetzt vielleicht. Nö, er läuft am Rechner vorbei. Verdammt! Ach Mann! Ja, guck durchs Schlüsselloch, alles gut. Jetzt bin ich mal der Ungeduldige jetzt. Genau so muss er sich gefühlt haben, als ich weg war. Wie ich mich jetzt gerade fühle. Nur mit dem Unterschied, dass er nicht sieht, was. Also, ich sehe jetzt, was er macht, und das konnte er ja nicht sehen. Ist schon irgendwie traurig. Soll ich jetzt hier ausmachen oder wie lange dauert denn das? Ah, er setzt sich hin. Okay. Komm, mach den Chatroom an. Wir sollten sprechen. Hallo. Guck mal, die Katze ist auch schon ganz verrückt. Komm, jetzt mach den Chat auf. Komm, hopp, hopp, hopp. Ja, so ist gut. Wunderbar. Jetzt sind wir hier. Kapitel 5. Actum Tempus. Was auch immer das für Begriffe hier sind, das habe ich noch nicht so ganz durchschaut. Okay.
Eine To-Do-Liste oder was ist das? Zerknüllt. Okay, ist das seine Vergangenheit? Ist das dieser Patient von ihm oder sowas? Sorry für das abrupte Verschwinden. Es kann Schwerstarbeit sein, in der Vergangenheit zu graben. Oh ja. Das ist etwas, was ich so oft von meinem Patienten verlangt habe. Aber selbst für mich fühlt sich das an, als würde ich den Everest ohne Sauerstoffgerät besteigen, was unmöglich wäre. Ich käme nie über das erste Camp hinaus. Ja, ich auch nicht. Ich war nie der sportlichste Typ. Ja, ich auch nicht. Was denkst du? Die Uhr tickt. Ach so, Quatsch, ja, die Uhr tickt. Das ist doch keine Bombe. Haben wir jetzt ja nicht gemerkt, weil ich meine, wir waren jetzt so lange weg und es ist nicht explodiert. Also kann es keine Bombe sein. Haha, ich habe mich gespoilert. das ist gut. Womöglich erinnerst du dich an etwas, das dir helfen kann. Was denkst du gerade? Ich bin ins Grübeln gekommen, wie ich meine Patienten damals behandelt habe. Wie Nummern mit stereotypen Ideen und Behandlungen nach Schema F. Ja, Gesundheitssystem ist es leider immer noch so. Ja, heute immer noch so, überall eigentlich. Ohne darüber nachzudenken, dass hinter all diesen aufgewühlten Seelen reale, wertvolle Individuen stehen, die zu mir kamen, weil sie Hilfe dringend nötig hatten. Und ich saß da, mit Gefühl und Interesse vortäuschend, mit all meinen Diplomen und Zertifikaten hinter mir, die in die Welt hinausschrien, wie toll ich bin. Und jetzt erkenne ich, dass sie in Unwirklichkeit der Beweis für mein Dasein als ignorante Heuchler waren. Ein verborgener Scharlatan. Ich verdiene es, hier zu verrotten. Nein, tust du nichts. Wie überzeugt man den davon? Was macht dir Sorge? Zu streng für dir selbst. Was macht dir Sorge? Neben den offensichtlichen Umständen gibt es etwas, das dich bedrückt. Und was ist das hier? Du solltest nicht in dieses Loch fallen, denn du kommst vielleicht nie wieder raus. Du bist zu streng zu dir. Ja, was macht man in so einer Situation? Ich glaube, wenn jemand mit Depressionen merkt, dass das, was er gerade denkt, was er gerade... Ja, er glaubt es ja wirklich. Wenn er selbst ins Grübeln kommt, ob das stimmt, was er gesagt hat. Deswegen mache ich erstmal das hier. Und ganz nebenbei lernen wir ihn, glaube ich, so kennen. Ich bin kein Psychologe, ich weiß es nicht, wie ich wiederhole mich nur. Ich habe am Anfang auch schon gesagt, ich versuche mit gesundem Menschenverstand zu handeln. Ich mache das mal. Neben den offensichtlichen Umständen gibt es etwas, nun ja, das dich bedrückt. Was dir Sorgen macht, beherrscht dich. Okay. Ich sollte öfters den weisen Worten von John Locke folgen. Ich spreche von den Philosophen, nicht dem Platzkopf auf dieser Insel mit dem schwarzen Rauch. Ich kenn den gerade gar nicht, ich weiß es nicht. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist meine momentane Situation und wie ich hier rauskomme. Achte nicht auf meine Triade oder jedes Mal, wenn ich austicke. Aber danke der Nachfrage. Großartig. Die Katze hat mir gerade etwas gebracht. Ein toter Nager. Dieser Ort riecht nun noch mehr nach Tod als je zuvor. Ja, super. Das ist gerade das, was man braucht, um ihn aufzumuntern. Eine tote Ratte. Was quält dich im Inneren? Zudem zeigt die Katze, wer der wahre Jäger im Haus ist. Mann. Da kommen auch noch so doofe Zufälle dazu. Oder was? Ne, ist eigentlich kein Zufall. Dass die Katze erschien, ist ein Zufall. Ach, Mann. Escape Room? Was heißt das? Lass uns diesen Ort einfach als Escape Room Abenteuer ansehen. Ah, okay. Du musst jeden Zentimeter unter die Lupe nehmen. Das ist geil. Escape Room ist schon geil. Ich habe noch nie einen gemacht, aber ich habe schon einige Videos und einige Erfahrungen auch schon drüber gehört, beziehungsweise gesehen. Würde ich gerne mal machen, tatsächlich. Am Anfang dachte ich, es ist ein Übersetzungsfehler, aber naja, Escape Room, klar. Und das hier, atme durch und entspann dich. Du musst locker bleiben, bis wir uns etwas überlegt haben. Komm, ich mach das Escape Room mal. Das triggert mich gerade. Ja, lass diesen Ort einfach als Escape Room Abenteuer ansehen. Du musst jeden Zentimeter unter die Lupe nehmen.
Ich war noch nie in so einem. Ich werde mich als so ganz nach dir richten. Ja, ich war auch noch nicht drin. Lass uns mit der Einrichtung dieses minimalistischen Raumes beginnen. Was lässt dich unter dem Tisch finden? Illegale Angebote? Grüne Popel und antiker Kaugummi? Bäh. Jemand, der sich verbirgt? Ja, du selber vielleicht. Fuck, das hat mir einen kalten Schauer verpasst von meinen frierenden nackten Füßen bis in die Haarspitzen. Ich habe Angst nachzusehen. Bäh. Ja, die Kaugummi vor allem, der grüne Popel. Gib mir einen Augenblick, um meinen Mut für die Inspektion zusammenzunehmen. Ja, natürlich. Gebt man dir natürlich gerne. Also lange sollte ich allerdings nicht brauchen. Komm, das schaffst du. Oh ja, hat er relativ zügig hinbekommen tatsächlich. Oh, das war schon mit Kapitel 5. Na dann. Rätsellöser. 37% der Spieler, einschließlich dir, lieben eine wirklich gute, immersive Erfahrung. Gut für uns und natürlich Quinn. Okay, atme und entspanne. Okay, ein Drittel nur. Ja, ich weiß nicht, was... Irgendwie, mich hat diese Antwort sofort so... die muss ich nehmen. Naja. Sind wir mal nicht so Mainstream. So. Kapitel 6. Actum Scriptum. Okay. Machen wir jetzt Escape Room. Und du wirst es nicht glauben. Ja, du sagst mir gleich bestimmt, was du da gefunden hast. Ich bin gespannt. Keine Fossilienpopel oder Kaugummis. Das gefällt mir. Einfach nur ein Schlüssel. Okay, der seitlich am Tisch versteckt war. Okay, ist das Ganze wirklich ein Escape Room? Wenn schon kein Teppich oder eine Vase gibt, wo sich ein Schlüssel verstecken ließe, warum dann nicht unter dem Tisch? Macht keinen Sinn, Zeit zu gehen, aber... Ja, Zeit zu gehen, Moment, so einfach wird's nicht sein. Es ist Zeit zu gehen und diesen grässlichen Ort zu verlassen. Aber achtet auf Warnzeichen, wir wissen nicht, mit was wir es hier zu tun haben. Das macht keinen Sinn. Den Schlüssel in dem Raum zu verstecken, in dem du dich befindest. Das stimmt, aber ich weiß ja gar nicht, ob der überhaupt gekidnappt wurde, ob der überhaupt da richtig eingesperrt wurde, ob da noch was ganz anderes dahinter steckt. Also so wie man es jetzt hier, wie er es jetzt darstellt, macht tatsächlich keinen Sinn, den Schlüssel da zu verstecken. Ich glaube aber auch nicht, dass der so einfach in der Tür passt. Also ich glaube nicht, dass der jetzt einfach rausspazieren kann, oder? Mach mal das hier. Da kann ich jetzt einfach den Schlüssel nehmen und die Tür aufschließen. Das kann doch nicht sein. Das wäre zu einfach. Es macht überhaupt keinen Sinn, hier irgendeinen Sinn zu erwarten. Es hat alles einen Sinn. Aber ausnahmsweise läuft an diesem sinnlosen Ort mal was zu unseren Gunsten. Ja, Moment, du musst erstmal schauen. Ich nehme an, der hat hier die ganze Zeit auf mich gewartet. Vielleicht. Vielleicht ja. Alles, was ich zum Rauskommen brauche, in meiner Reichweite. Ich muss es nur finden. Ja gut, Hoffnung ist immer gut. Oder ist das nur ein makaberes Spiel, wo es darum geht, wie lange ich brauche, um etwas zu beenden und mein endgültiges Ziel zu erreichen? Ist nicht das ganze Leben ein Spiel? Aber es ist immer noch besser zu bremsen, zu brennen, also als in so ein beschissenes Loch zu verlassen. Mann, warum so schnell? Okay, dann probieren wir mal aus, ob der Schlüssel in der Tür passt. Ich bezweifle es irgendwie. Weil die Tür hat uns letztes Mal erschlagen. Okay, ist wirklich so einfach. Was? Okay. So, wo sind wir hier? Großes Bücherregal. Ein alter Sessel. Schreibtisch, Kamin. An sich ja ganz einladend. Wenn es da nicht ein dunkles Kellerloch wäre. Was ist das? Wieder ein Minispiel. Ach nö. Krieg ich eine Anleitung, was ich machen muss? Okay, ich glaube, ich muss einfach die Bücher, die so gekennzeichnet sind, da reinpacken. Ja, so müsste eigentlich gehen. So, blau. Das muss dann da hoch. Dann kann ich ja das hier machen. Und das hier rein. Das hier packe ich mal darüber. Das muss aber eigentlich... Ne, muss eigentlich da hoch.
Wo haben wir denn das letzte Viereck? Das haben wir hier. Muss ich jetzt auch noch ordnen nach Größe? Bestimmt, ne? Wo war denn das hier? Das muss ganz da hoch. Und das hier muss da hoch. Wo ist denn noch was Viereckiges? Hier. Hat es noch genug Viereckiges? So. Das hier muss dann da hoch. Aber jetzt muss ich erstmal schauen. Das hier muss da rein. Das hier muss da rein. Das hier muss da hoch. Das stimmt. Das hier muss hier runter. Das hier muss da hoch. Das hier muss da rein. So, dann muss das hier. Das stimmt. Das hier muss darüber. Und das hier muss darüber. Haben wir hier lauter Kreise. Hier haben wir das. Hier haben wir das. Und hier haben wir das. Okay. Wahrscheinlich muss ich es noch nach Größe ordnen. Könnte ich mir vorstellen. Oder? Oder? Bestimmt. Wir probieren es mal. So. 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 Also es gibt ja keine Anleitung dazu, ne? Ich mache jetzt einfach mal, weil ich, was ich glaube, dass es sein könnte. Halt, das war so. Das war hier. Das hier und das hier und ne, das hier, so. Da rein. Na, hier rein, hier rein, hier rein und hier rein. Ne, hier rein. Okay, das, ach Gott, guck mal, hier gibt's, da gibt's einen Kreis. Sehe ich ja jetzt erst, da ist ein Kreis. Guck mal. Muss ich hier den Kreis da abbilden, oder? Gott, ist das schwer zu erkennen. Oder ist das ein Kreis? Das ist schon ein Kreis hier, oder? Ich bin nicht irgendwie falsch. Das ist doch ein Kreis hier, ne? Lässt sich denn das, wenn ich das... Ja, hier schließt er sich wieder. Das ist nix. Ach nee, guck mal, ich muss das hier weiterführen. Hier, das muss ich weiterführen. Jetzt, es gibt keinen Kreis. Ich verstehe. Sowas und jetzt? Gibt es so einen Halbkreis hier oder was gibt es hier? So, oder? Könnte passen. Mach da mal hier hin. Dann das hier. Das hier. Und was ist mit dem? Hier hin. Ah, das passt auch. Ah, es leuchtet dann. Okay. Dann muss ich schauen. Die Rätsel werden kniffliger. Das habe ich tatsächlich gelesen. Irgendwie das passt noch nicht so ganz hier. Ja, aber das geht, da geht es ja schon wieder runter. Das brauche ich hier, aber das brauche ich hier. Moment, hä? Irgendwie. Ach so, Moment, ist ja falsch. Moment, das muss ja hier rüber. Das ist ja komplett falsch. So. So, genau. So, dann, was passt denn hier? Das hier, ne? Nee, ganz große. So, das haben wir. Wunderbar. Dann müssen wir gucken. Das hier. Nee, Moment. Da geht schon wieder runter. Wo ist denn da die Kurve? Hier, ne? So.
Moment, das muss ganz hinten hin. So. Dann das hier und dann... Hä? Das stimmt, das stimmt, das müsste stimmen. So, jetzt haben wir's. Okay. Aber das wird wirklich knifflig, vor allem, weil die Rätsel auch nicht erklärt werden, ne? Wir sind erst ganz am Anfang. Okay, da haben wir jetzt ein Buch gefunden. Oder der Quinn hat ein Buch gefunden. Bin gespannt, was da drin steht. Der wird es uns gleich wahrscheinlich sagen. Scheint wirklich so eine Art Rätsel zu sein, das ihm hier aufgetischt wird. Hallo, mein Kumpel. Ich bin am Leben. Ja, ich habe nichts anderes erwartet. Im Moment. Mann, das geht mal langsam auf den Sack, dieses Debris. Der Schreibe hier. Da ist noch ein seltsamer Raum. Scheint ein, nun ja, ein Büro zu sein. Hat ein recht altertümlichen Flair. Ja. Ausgestattet mit allerlei Zeug. Polstersessel, offenen Kamin, Bibliothek, ja gut, ein Schrank. Und, ja. Abgefahrene Statuen, okay, eine Kers-Statue. Antike Göttin des gewaltsamen Todes, die den Griechen in Zeiten von Homer und früher, bekannt war, kommt auch in Gruppen vor als Tochter der Nyx, Schwestern von Glaube, Verderben, Tod und Schlaf. Okay. Will er mir jetzt nicht sagen, was in dem Buch drin steht? Und über manche Sachen liegen Tücher. Ich komme mir vor wie in einem Roman von Edgar Allan Poe. Ich warte immer noch auf einen unheilvollen Vogel, der zu mir spricht. Bist du allein? Möglicher Ausgang? Irgendwas Neues? Ja, allein ist er. Das hat er nämlich gesagt. Möglicher Ausgang. Das Wichtigste zuerst. Siehst du einen möglichen Ausgang? Du musst jeden Quadratzentimeter dieses Raumes absuchen. Hast du irgendetwas gefunden? Also ich glaube, das hätte er uns erzählt, wenn er allein gewesen wäre. Möglichen Ausgang hätte er auch gesagt. Jetzt machen wir mal das hier. Vielleicht erzählt er uns dann, was in dem Buch drin stand. Und auch das scheint wieder eine Entscheidung zu sein, die wir nicht rückgängig machen können. Nun ja, alles, was ich gefunden habe, ist ein Buch. Ein Buch. Ein geheimes Buch mit einem Unendlichkeitssymbol auf dem Deckel. Equilibrium oder das Gleichgewicht der umgebenden Kräfte. Es hat kein Ende, kein Anfang, es existiert einfach. Okay, na dann. Auf den ersten Blick sieht es irgendwie sakral aus. Aber nicht, als stünde es mit einer bestimmten Religion in Verbindung. Und satanisch ist es wohl auch nicht. Dennoch habe ich Angst, es aufzuschlagen. Ja, warum denn? Es ist aussichtlos, öffne es, tu es nicht. Ja, nachdem die Tür da auf uns gekracht ist, bin ich auf alles gefasst. Wahrscheinlich springt dann irgendwas uns an oder ein giftiger Pilz oder irgendwas, keine Ahnung. Na los, was kann ein Buch schon anrichten? Schlag's auf. Unter normalen Umständen würde ich sagen, was soll ein Buch schon machen? Aber wie gesagt, die Tür hat mir... Ja, eindrücklich beschrieben, was denn hier alles möglich sein kann. Ich mach's trotzdem. Nichts passiert? Okay. Ich wäre mir da nicht so sicher. Hast du nie der Name der Rose gesehen? Nein, was? Was für ein Ding? Oder der Koch, der Dieb, seine Frau, ihr Liebhaber und der Hund? Was? Bücher können wirkungsvolle Waffen sein. Ja, aber doch nicht so. Im übertragenen und wörtlichen Sinn. Ich weiß nicht. Denkst du, dass keine Gefahr droht? Es mag nur ein Buch sein. Aber was, wenn es mein finales Kapitel ist? Es ist nur ein Buch. Du siehst zu viele Filme. Es ist doch nur ein Buch. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Gib einfach Acht, ja? Es ist nur ein Buch, fertig. Gesunder Menschenverstand und so.
Ich bin mir da nicht so sicher. Mann. Alles an diesem Ort ist ein verzerrtes Abbild von dem, was es scheint. Dinge sind nicht nur Dinge. Sie können deinen Ausweg sein oder deine Todesstrafe. Aber meine Möglichkeiten beschränken sich auf das Öffnen des Buches oder es sein zu lassen. Ich gewöhne mich langsam ans Risiko. Du kannst dir also denken, wie meine Wahl ausfällt. Okay. Buchstäblich. Steckte in dem Buch eine Waffe. Eine echte. Und ein Objekt, was wie ein Kommunikationsgerät aussieht. Okay. Kann man damit kommunizieren? Mit dem Kommunikationsgerät? Kann man da vielleicht Hilfe holen? Und über das ich jetzt zu dir spreche. Oho. Wahrscheinlich kommen wir jetzt in Räume. Funktioniert's? Kannst du mich lesen? Ja. Kann ich. Ja, vielleicht kommt er jetzt dann demnächst einfach in einen neuen Raum, dass man nicht immer zurücklaufen muss zu seinem Rechner. Könnte ich mir gut vorstellen. So eine Art Tablet oder was das sein soll dann hier. Oder ein Handy. Cool. Ja, finde ich auch cool. Wenn man jetzt noch mit telefonieren könnte, wäre super. Kein Computer mehr, wenn ich mit dir sprechen will. Das wird einiges erleichtern. Hätte ich ja merken können, dass das Gewicht nicht von den Buchstaben kommt. Auch wenn Worte manchmal schwer wiegen können. Ja, was soll ich also damit tun? Mitnehmen? Den unheilvollen Vogel erschießen oder sich irgendwann über der Tür... Was? Der sich irgendwann über der Tür niedersetzen wird. Die Katze umbringen und aufessen. Nur Spaß. Ich bin nicht hungrig. Noch nicht. Mich erschießen und dem Ganzen gleich jetzt ein Ende setzen. Ich muss einen Augenblick nachdenken. Ja, das, was 35% der Spieler, einschließlich dir, die sagen, es ist nur ein Buch, hatten eine sehr langweilige Kindheit. Wir werten nicht und wir sind auch nicht selbstgerecht. Das ist einfach nur eine Tatsache. Hatte ich das? Dieses Spiel... Ich sage jetzt nichts. Ich überlege gerade nur, ob es so sinnvoll ist, einem Menschen wie dem Quinn eine Waffe in die Hand zu drücken. Ich denke, wir werden es in Kürze herausfinden. Im nächsten Kapitel wahrscheinlich. Oh, Zwischenspiel. Na dann, ich glaube, ich mache hier gleich wieder eine kurze Pause und diesmal werde ich nicht so lange warten, bis ich wieder zu ihm gehe. Aber ich mache trotzdem eine Aufnahmepause und schaue aber in Kürze wieder nach dem Gewinn, wahrscheinlich heute sogar nochmal, dass das nicht wieder passiert, was wir ganz am Anfang dieser Folge erlebt haben. Aber ich wollte das Ende einfach mal zeigen und warum denn nicht, ne? Also gut, bis zur nächsten Folge. Macht's gut bis dahin. Und ich verspreche, ich werde früher nach dem Quinn schauen. Aber jetzt werde ich erstmal mich auslocken.